Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt, auf das ich mich schon sehr, sehr lange freue. Es ist ein wundervolles Spiel, das ich noch nie sehr weit gespielt habe, aber das ich eigentlich immer mal durchspielen wollte. Es ist also für mich Blind. Ich kenne den Anfang. Es ist Star Ocean. Schon mal schöner Name. Es ist Englisch. Es gibt leider keine vernünftige deutsche Fassung. Und, auch vor allem keine vollständige deutsche Fassung. Deswegen werde ich die englische spielen. Ich habe keinen Bock auf so ein hingemurkstes Ding. Und lass es uns spielen. Okay. Wir können uns sogar unseren Sound hier abspielen lassen. Wow, genial. So, was gibt's denn hier so? Schön. Schön. Okay, gut. Das Spiel wird einige von euch an ein anderes Spiel erinnern. Aber das werden wir gleich sehen. Das erinnert doch schon mal an was, oder? Ja, die Grafik, Art und Weise ist sehr stark an Tales of Phantasia, ja, angelehnt. Die Story hat allerdings absolut nichts damit zu tun. Wir nehmen hier den normalen Namen. Retix Ferens. Ja, das ist unser Charakter. Spielen wir ihn nochmal. Ach, huch, jetzt bin ich dumm gewesen. Ich muss mich dran gewöhnen, dass A jetzt die Bestätigen-Taste ist und nicht B. Ja. Okay, kommen wir zum epischen Intro. Atreus. Da ist der Star-Ozean. Star-Ocean. Nicht wichtig. Would you like some coffee, Captain? Yes, I'd like that. Thank you. Dem Kaffee gebracht. Sind auf dem Weg nach Hause. Ja, hier gibt's Sprachausgabe. Klasse, oder? Schwer zu verstehen ist. Captain, we just picked up a huge amount of unidentified energy. Where? Identifizierte Energie? 1.209 in Sector Gamma. Wo? Da vorne eine Koordinaten. Auf den Schirm! Ein enormes Schockfeld. Ich verstehe auch nicht. Okay. Eine kleine Star Trek-Anspielung war auch dabei, wunderschön. Zur gleichen Zeit völlig woanders. Unser kleines Örtchen, in dem wir leben. Wunderschön. Hallo. Mann, es ist total ruhig hier. Das ist Dorn. Ja. Aber ruhig bedeutet auch friedvoll. Friedlich. Egal. Naja. Was denkst du über Millie? Naja. Was meinst du? Naja. Nachdenk. Naja.
Das ist nur zwischen dir und mir, okay? Aber sie ist so von sich selbst eingenommen. Und noch dazu ist sie etwas doof und außerdem noch ein bisschen redet sie sehr viel und laut und Großmaul und bam. Und über wen reden wir? Du solltest deine Arbeit machen und nicht rumsitzen und reden. Boah. Ich hab dir gesagt, es gibt nichts zu tun. Warum geht ihr nicht patrouillieren oder irgendwas? Hey, ich komm mit euch, okay? Sieht so aus, als stecke ich in der Klemme. Naja. So, okay. Okay, lass uns auf Patrouille gehen. So, und wir können steuern. So, das ist unser lieber Ruttix, unser Hauptheld. Sieht nicht schön aus. Und das Menü. So sieht es aus. Wie gesagt, sehr, sehr stark an Tales of Phantasia orientiert. Hier können wir mal erstmal in das Special-Menü. Ja, es gibt ja auch Spezialfertigkeiten. Das Kampfsystem ist anders. Nicht so schön, ehrlich gesagt. Aber egal, trotzdem schönes Spiel. Ruttix, also Equip-Bildschirm ist exakt das gleiche. Hier sieht man erstmal so die Standardsachen, die man anhat. Items gibt's auch. Zurzeit haben wir natürlich keine. Skills, das ist ein sehr seltsames Prinzip, das ich selbst noch nicht ganz verstanden habe. Ich, wie gesagt, spiel's blind. Ich hab's nochmal angespielt. Status, natürlich wieder alles, was so über jemanden zu wissen gibt, ne? Ja, ich kann auch den Namen jederzeit ändern. Egal. Wollen wir aber nicht. Ich kann auch seinen Namen ändern. Nur die Nachnamen kann ich nicht ändern. Aber gucken wir uns doch nochmal die Bildchen an. Das ist Dorn. Das ist die süße Millie. Und das ist unser schicker Held hier. Der irgendwie auf dem Bild wesentlich kürzere Haare hat als auf dem Avatar. Oder, naja, geht so. Egal. Gut, gehen wir doch erstmal durch und forsten erstmal die Truhen weg. Flare Bomb. Blackberry. Resurrect Battle. Ja, also Flare Bomb ist einfach eine Waffe, denke ich mal, zum Einsetzen. Wie gesagt, es ist für mich ziemlich blind. Deswegen, ich wollte mal ein Spiel blind spielen. Und ach Gott, es ist so ein schönes Spiel, warum nicht? So. Ja, also es hat mir auf jeden Fall schon echt angetan. So, wir sind erstmal draußen. Was ist los? Da sind irgendwelche komischen Gestalten, die hier Stress machen. Tja. Hilfe, Diebe! Ick! Alle sind total aus dem Band. Ja, ja. Gesprochene Sachen. Schön, oder? Naja, man hat da dieses System mit dem FX-Chip da gehabt und naja. Und ich laufe jetzt auch und wie ihr seht, ich habe einen Schwanz. Ja, ich habe einen Schwanz. Naja, logisch, bin ja auch ein Mann. Here we go! Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Ja, so läuft das hier. Bisher habe ich noch nicht viele Möglichkeiten, ich kann nur hingehen und ihn schlagen, deswegen ist es bisher noch Button-Bashing. Das ändert sich. Und ich finde auch immer gleich die ganzen Sachen, wird alles angezeigt, was ich an Erfahrungspunkten bekomme und so. Das ging jetzt recht schnell, aber natürlich gehen die Kämpfe nachher auch später länger. So. Ja, und wir bashen erstmal ein paar Diebe weg. Okay, Blueberry acquired. Blueberry. Ich glaube, das eine ist, Blueberry ist, glaube ich, für Magie. Also für Thief Pits. Sie sind stärker, als ich gedacht habe. Ach, bring mich nicht zum Lachen. Sie sind nur ein paar Kinder. Lass uns ihnen zeigen, wie es gemacht wird. Wir sind keine Kinder. Wir sind Members, also Mitglieder der Klaatos-Brigade. Sei nicht so, tu nicht so, als hättest du einen Stock im Arsch, weil du so einen großen Haufen von Spastis um dich herum gesammelt hast. Ich übersetze frei. Ja, ihr Schwächlinge! Was hast du gesagt? Was hat er echt gesagt? Los, wir holen sie uns, Boss. Okay. Der Boss kann jetzt ein bisschen mehr ab. Aber das ist natürlich nur das Intro, deswegen bereitet uns auch dieser Kampf nicht wirklich größere Schwierigkeiten. Bam. Bam, bam, bam.
Bam. Yep. Yep. Radix gained a level, Dawn gained a level. Ja, wir sind jetzt alle ein Level aufgestiegen und deswegen stärker. Schön, oder? Ich find's schön. So. Ah, dank dir. Ah, war da nichts. Es ist nur das, was wir tun. Millie lacht. Ha! Sei nicht so cool. Dumme Dreckskuh. Ach ja, die Millie. Diesen Abend. Jetzt beginnt langsam die Story ins Rollen zu kommen. Ratix, seine Mutter. Dein Tee ist fertig. Bitte. Komm. Fühl dich wie zu Hause. Diese Diebe heute waren schon irgendwie... Naja,